Ich bin der Flamur Schala von der Firma Focus Strategie GmbH, der Grendelstrasse 19 bzw. Grendel 19, 6004 Luzern und gewohnt einen Matheunterricht. Wir haben den Montag, 13. September 2021 und sind bei Aufgabe Nummer 9b. Jetzt wird das Dreieck hier erweitert, auf der anderen Seite zu einem Viereck. Also man muss sich hier den Punkt C, Kopie oder Abbild, auf der anderen Seite hin vorstellen. Ja. So dass wir hier ein Viereck haben. Die Frage ist jetzt, wie gross ist hier? Also das kann. Ja, das kann jetzt. Also das wird ein Rhombus sein. Die Frage ist, wie gross ist hier der Flächeninhalt? Wie berechnen wir jetzt etwas? Wir kennen einmal die Länge Z. Ja, also wir haben hier ein Dreieck, kein rechtwinkliges Dreieck. Warum wissen wir, dass das kein rechtwinkliges Dreieck ist? Wir können dann nämlich schnell x plus y im Quadrat rechnen und Wurzeln davon ziehen und schauen, wenn das z gibt, dann haben wir ein rechtwinkliges Dreieck und sonst nicht. So würde ich jetzt das machen. Also x 5,0999 im Quadrat. Und das zweimal, ja. Und dann die Wurzeln von den 51,999. Ja, und das gibt 7,2. Das ist also nicht gleich 8,246. Ja, vorher haben wir ja für. Also, wir haben ja für x haben wir 5,099 erhalten. Für y auch. Ja. Und für z haben wir 8,246 erhalten. Also haben wir hier keinen rechten Winkel. Unter das, dass wir hier keinen rechten Winkel. Ja, hätten wir hier einen rechten Winkel. Dann hätten wir hier. Ein Gleichschenkliges. Also hätten wir hier. Eigentlich dann hätten wir hier ein Quadrat. Ja. Und weil wir hier aber. Die Distanz 8,246 sind, ist das hier etwas länger. Das heisst, wir haben hier kein Quadrat, sondern ein sogenannten Rhombus. Ich gebe das gerade mal ein, ich schaue das nachher. Ja, also wenn ihr das in der Schule auswendig könnt, dann ist das eure Sache. Also dann lernt das so. Ich muss es ja nicht, ich schaue es nachher. Und beim Rhombus sieht das dann so aus, dass wir. Es ist ja gleichschenklich, also darf ich es nicht so zeichnen, wie ich es gezeichnet habe. Sondern ich muss dort die Punkte ein bisschen. Also ich müsste jetzt hier beim ursprünglichen Quadrat anders vorgehen. Ich muss hier den Winkel stumpfer machen. Stumpfer, ja, als 90 Grad. Das heisst, man nimmt dann hier innen dran das Quadrat raus. Die Schenkel sind jeweils gleich lang. So sieht dann das aus. Und der Flächeninhalt von so einem Rhombus, der wird eben anders gerechnet. Wie wird der gerechnet? Ja,
Wir nehmen hier nicht die eine Seite, es sind, ja alle, es sind auch trotzdem auch hier nicht wieder alle Seiten gleich lang. Dann mal die Höhe. Also der Flächeninhalt wird hier folgendermaßen berechnet. Entweder nehmen wir die eine Seitenlänge. Ja, also wir haben hier in der Mitte das Z, hier haben wir X und hier Y. Entweder nehmen wir die eine Seitenlänge. X mal und rechnet das mal die Höhe. Die Höhe würde in dem Fall bedeuten, dass man hier irgendwo ansetzt und zwar einen 90-Grad-Winkel ansetzt. Das ist das eine. Die Frage ist jetzt, wie man das da machen würde in dem Fall. Das geht schon, aber dann müssten wir über Vektorgeometrie gehen wahrscheinlich. Das andere ist, man nimmt die beiden Diagonalen. Und hier in dem Fall, eines haben wir das Z als Diagonale. Und einmal die andere Diagonale wollte ich. Jetzt haben wir oben D schon überlegt für die Distanz, also nennen wir das Q. Für, ja, Verbindungslinie. Dann haben wir da eine. Die Formel lautet da in dem Fall Q mal. Q mal z über 2. Q mal z über 2. Jetzt muss ich da schauen, dass man das 2 vom z wirklich unterscheiden kann. Ich mache so etwas. Wobei, das ist wahrscheinlich für viele eher das z als das, was ich hier bezeichnet habe. Darum mache ich da rund. Gut. Und das andere wäre dann, man würde Sinus noch verwenden. Aber dafür das muss man den Winkel kennen. Was wir machen ist, wir verwenden, also gemäss Lösungsweg wird auch Q und Z verwendet. Z kennen wir ja schon, das ist schon mal das Gute, jetzt müssen wir nur noch Q berechnen. Q berechnen, und wie berechnen wir jetzt Q? Das ist da die Frage. Was bedeutet da Q in dem Fall? Das ist zweimal die Distanz vom C zum 90 Grad Winkel, wenn wir da jetzt zur Verbindungslinie Z übergehen, ja? Wenn wir das dann nachher weiterziehen, dann ist das hier unser Q. Wie können wir das jetzt berechnen? Wir wissen, wenn wir hier am Boden entlang gehen, ja, oder am Grund unten anschauen, dann der Schatten, der hier geworfen wird, also der Schatten hier von zum Beispiel 8 Meter oder 8 cm, ja, also wenn man hier die Gesamtbreite nennt, der widerspiegelt nicht oben dran die Länge Z. Warum? Weil das Z so quer in der Luft liegt. Ja, also es ist nicht waagerecht, nicht horizontal. Ja, wir haben gesehen, es ist ein bisschen länger, 8,246. Es ist also ein bisschen länger als 8. Warum? Weil sie so leicht schräg im Raum steht. Ja. Da über 8 Meter Breite gewinnt sie hier oben an 2 Meter Höhe, haben wir gesagt. Darum machen die 8,246 Liter schon Sinn. Ja, wir sind ja auch so auf das Resultat gekommen, 8 und 2. Wir haben ja das genau so berechnet, 2 Quadrat plus 8 Quadrat. Gut, das heisst, das ist mal das eine. Das andere ist folgendes. Wenn wir das aber in der Tiefe anschauen, dann ist da oben dran die Verbindungslinie, also Z ist ja, verbindet ja den Punkt A und B, ja, also Z verbindet gleich von A nach B. Hingegen, ja, jetzt sind wir wieder weg von der Vektorgeometrie. Das ist jetzt nicht das ist Distanz, ja, das Zeichen für Distanz hier oben. Ja, also zwei Punkte werden verbunden durch eine gerade Linie. Z, gut. Und wir haben hier C und da hinten nennen wir auch C-Kopie.
Also von C nach C Kopie. Oder ich nenne das K oben dran, ja, für Kopie. Das haben wir ja definiert als Q. Ja, also die Querverbindungslinie. Oder quer durchs Bild geht. Wenn wir das hingegen anschauen, dann gewinnen wir ja nicht an Höhenmeter. Es geht nicht rauf und es geht nicht runter. Vom C, wenn wir zum C-Kopie übergehen. Das ist eine waagrechte, also eine horizontale Linie. Und darum können wir sie hier unten am Grund unten ablesen. Das ist nämlich genau das hier. Und das ist Breite 6. Darum wissen wir, das ist 6 Länge. Und das Z, das ist 8,246. Und online habe ich jetzt da einen Flächeninhalt von einem. Ich verwechsle immer den Rhombus mit dem Rhomboide. Ja, der Rhomboide hat. Wie wird der definiert? Einfach als Parallelogramm. Klar, ich denke. Das ist die bessere Bezeichnung, das einfach als Parallelogramm zu bezeichnen. Ja, sind. Wobei eigentlich ist ja der Rhombus auch ein Parallelogramm. Nur ist es so, dass beim Parallelogramm die gegenüberliegenden Geraden jeweils nicht gleich lang. Also gegenüber müssen gleich lang sein, aber also die angrenzenden nicht. Beim Rhombus hingegen sind alle vier Seiten gleich lang. Und die zwei Winkel, gegenüber liegen die zwei gleich und nebeneinander liegen die eben nicht. So wird das mehr oder weniger definiert. Nehmen wir hier den Flächeninhalt vom, noch eines, vom Rhombus. Ja, ja vom Rhombus. Das ist Q mal Z über 2 und das ist wiederum 6 mal 8,246 über 2. Und das ist 3 mal 8,246. Und das ist, also 3 mal 8,246. Das ist 24. Das sieht gut aus. Und dann ja, Quadratzentimeter oder Quadratmeter, was auch immer das ist, ja. Schlussendlich, mit dem haben wir dann hier den Flächeninhalt berechnet. Gut, gehen wir noch zur nächsten Aufgabe und dann mache ich vielleicht noch eine Aufgabe von der nächsten Playlist, einfach damit ich das zur Seite habe, wenn ich dann müde wäre mit dem. Mit dem Berechnen von diesen Wirtschaftsmodellen, und die sind schließlich ja zum Teil komplex und zum Teil sehen sie nur komplex aus. Also, man muss halt, je nachdem kommen wir zum Teil voran und zum Teil muss man dann halt mal an einem Ort ein bisschen länger verweilen. Und ich zeige dann auch gerade, wie man das kann, wie man die Modelle besser kann verstehen kann. Auch dort verwende ich oft Tabellen, weil mir das eine gewisse Übersicht verschafft tut. Gut.